Yes. Nanu, Kamina entwickelt sich. Ich sehe, bist du Wollis am Züchten. So. Es wurde zu Libero. Nice. Kamina versucht Feuerball zu erlernen. Auf jeden Fall Glut, ne? Definitiv Glut weg. So, 1, 2 und schwupp. Weg ist. So, ciao. Wir wollen ja erstmal hier durch. Dieser Wald ist creepy. Mich hätte es nicht gewundert, wenn da jetzt noch irgendwie Geister-Pokémon aufgetaucht wären. Fairbelly. Wenn es eines gibt, was ich hasse, sind es Feen-Pokémon. Weil die Viecher sind so unberechenbar. Das ist echt abnormal. Ja, Bubu! So. Ich habe schon 18 perfekt gezüchtet. Was, die Wulis jetzt, oder was? So. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen... The fuck? Erholung erhalten. Boah, Erholung ist böse. Das dem richtigen Pokémon geben? Ein Duftpilz? So. Okay, jetzt mal einmal im Kreis gelaufen. So. Machen wir jetzt noch die Arena hier. So, und ab dafür. Ich wollte sagen. Oh, Nero! Sag bloß, du hast schon 4 Arena-Orden. So langsam wirst du ja richtig gefährlich. Pekko! Gehört? Sogar Morpeko kriegt immer mehr Respekt vor dir. Was? Moment mal, Morpeko? Willst du mir etwa sagen, dass du Nero magst? Das ist unser Gegner in der Arena Challenge. Ist dir das klar? Na schön, was soll's. Weißt du was? Ich gebe dir meine Ligakarte. Nice. Sieh es als Zeichen dafür, dass ich dich als meinen Rivalen anerkenne. Schließlich haben es außer uns nicht viele so weit geschafft. Wir sehen uns am Ende der Arena Challenge. Als Gegner, klar? Ich weiß nicht, die ist irgendwie scheiße sympathisch. Aber andererseits, ich glaube, die sollte man nicht unterschätzen. So. Boah, ich bin seit 2 Uhr wach und habe immer noch nichts geschlafen, ne? Und bin saumüde. Das ist übel. Aha. Guck mal an. Da bist du ja, Kindchen. Und du hast immer noch viel zu wenig Panik an dir. Pink an dir. Na, sei's drum. Meine Arena-Mission ist gleichzeitig auch ein Vorstellungsgespräch. Ich bin nämlich auf der Suche nach jemandem, der meine Nachfolge als Arena-Leiterin antritt. Du wirkst verunsichert, Kindchen. Keine Sorge, ich werde dir schon nicht den Kopf abreißen. Du musst lediglich ein paar Fragen beantworten,
und dabei gegen andere Trainer kämpfen. Das wird ein Kinderspiel, du wirst schon sehen. Es gibt da nur einen kleinen Haken. Für jede falsche Antwort, die du gibst, sinken die Statuswerte des Pokémon, das gerade für dich kämpft. Dafür erhöht sich sein Statuswert, aber auch wenn du eine Frage richtig beantwortest. Warum das so ist, fragst du? Nun, Feen-Pokémon verfügen eben über unerklärliche Fähigkeiten. So, dann wollen wir doch mal sehen, wie du dich so schlägst, Kindchen. Leg dich hin. Gleich. So. Ja, das ist natürlich jetzt ganz cool, weil da werden höchstwahrscheinlich irgendwelche hochrangigen Fragen kommen, wo ich nicht mitreden kann. Also dann, wollen wir doch mal sehen, ob du das Zeug zum Feen-Arena-Leiter hast. Okay. Susanne. Machen wir mal, gucken wir mal, was die Susanne so drauf hat. So. Setzen wir mal den Feuerball ein. Okay. Yo-Holo, würde ich mal sagen, ne? Alles klar, bis später. Kennst du die Schwachstelle von Feen-Pokémon? Ich würde sagen Gift. Was sagt der Chat? So. Oder soll ich selber rätseln? Beides. Fabelhaft. Aber Gift ist sehr effektiv. So. Noch ein Feuerball. Und ab dafür. Nice. Alter. Der geht gut ab. So. Ist die leichteste Frage, da beide effektiv ist. Ah, okay. Ich denke mir gerade nur so, okay, wenn das halt schon eigentlich easy war. Ich bin eine zweite Gegnerin. Mach dir keine Sorgen drüber, wie es bisher gelaufen ist, sondern konzentrier dich voll auf unseren Kampf. Okay. Juliana. Das sind auch alles so alte Schachteln, ne? Name der Frau merken. Oh, das weiß ich schon jetzt nicht mehr. Oder von der jetzt hier. Ja, den habe ich nicht drauf geachtet. Susanne. Das war ein Glück. Ich habe ein Gedächtnis wie eine Fliege. Ja, geschafft. So. Hast du ihn dreimal im Kampf gesagt? Echt? So. Ja, keine Ahnung. Ich mache das manchmal echt unbewusst, aber ich habe halt wirklich so ein Gedächtnis, wie eine Fliege eine Orientierung hat. Nämlich gar keine. Na? Silly erreicht Level 33. So.
Wunderbar. Das geht ja eigentlich relativ easy voran, ne? So. Nein, du wirst kein Nachfolger. Das werde ich nicht zulassen. So. Palzewub. Mal gucken, was du drauf hast. Ja. Kniefall-Trick ist halt schon echt lame. Was esse ich morgens zum Frühstück? Ich würde sagen, ein Omelett. Also für da, von daher, Hä? Alter, was? Was stimmt mit dir nicht? Komm, Kamina, greif an! Hat's gewusst! Uup, uup. Ja gut, das ist eher so eine Ratefrage, ne? Aber welcher normale Mensch futtert zum Frühstück Curry? Ich meine, ich wäre so ein Bescheuerter, der das bringen würde. Ja, klar, aber, Ist halt die Frage, lohnt sich das? Race Call, willkommen und danke für den Host. Und alle, die von Race Call gerade rüberkommen, willkommen. Was habt ihr euch denn Schönes reingezogen bei ihm? Was hat er gespielt? Oder sie? Ich gehe mal von aus von auf Pokémon gesehen, oder? Ja, Patrick, der frisst halt jeden Scheiß zum Frühstück. Mein Lord, ein neuer Rekrut in den Gruppen ist für den Main gekommen. Pokémon Gamer, willkommen! Pokémon, was sonst? Oh ja. Schwert und Schild ist halt echt ein geiles Spiel. Das letzte mochte ich halt nicht so, aber das hier ist halt. Wir haben es jetzt. Wann haben wir angefangen? Am Montag, oder? Und sind jetzt in der vierten Arena. Das geht schon steil. Und dann immer nur so 2-3 Stündchen am Tag gespielt. Das ist schon okay. So. Aber willkommen erstmal hier in der Community. So. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die Arena-Mission bestanden. Ich bin gespannt, ob du es auch geschafft hast, die Arena-Leiterin zu überzeugen. Nein, noch nicht. Wir heilen erstmal hier. Ich gehe da mal weiter. Viel Spaß dir noch. Danke, dir ebenso. So. Jetzt kommt wieder die geilste Musik überhaupt. Na, weil ich finde, es gibt keine geilere Pokémon-Arena-Mucke wie das hier. Lies mal den Zettel auf dem Tisch. Das sind Bewerbungsbögen für die Arena-Mission. Delion, nicht bestanden. Richtige Antwort 1. Selten habe ich so ein Talent für Pokémon-Kämpfe gesehen. Aber er ist schwer einzuschätzen. Sania, nicht bestanden. Richtige Antworten 3. Ausgezeichnete Darbietung, aber sie gibt zu schnell auf. Nun ja, es ist sicher nicht leicht, die Enkelin der berühmten Magnolika zu sein. Ja, und wo steht unserer? Naja, egal. Macht euch bereit für die geilste Mucke überhaupt. Dann drücke ich dir mal die Daumen. Oh yeah.
waren ja noch nicht alle Fragen bei dir. What? Für eine Vorstellung mag es etwas spät sein. Was? Etwas spät sein. Aber so sind eben die Geflogenheiten. Ich bin Papella, die hiesige Arena-Leiterin. Dank meiner Quizfragen habe ich während der Arena-Mission einen recht guten Eindruck von dir bekommen. Aber die größte Prüfung in dieser Arena hast du noch nicht bestanden. Zeig mir im Kampf, ob du weißt, wie man mit seinen Pokémon richtig umgeht. Und falls die Leute von RaceCall sich gerade fragen, so, ey, warum stottert der Typ so? Das ist, ich habe eine Lese- und Rechtschreibschwäche, deswegen fällt mir Lesen und halt gleichzeitig das Ganze dabei laut auszusprechen recht schwer. Arena-Leiter Papella fordert dich heraus. Los, Kamina, wollen wir mal ein bisschen anzünden? Was sagst du? Heizen wir der Menge hier mal ein bisschen ein. Voll gut, die Arena ist offen oben. Oder waren die anderen auch offen? Frage, sag mal, kennst du meinen Spitznamen? Wie hier jemand schreibt. Hier niemand schreibt. Doch, die schreiben alle. Sind alle offen wegen Dynamax. Ich würde sagen Hexe. Falsch, wie schade. Shit, ich glaube, jetzt bummst sie uns. Feuersäule. Bei mir wurde nichts angezeigt seit 5 Minuten. Dann drück mal F5. Dann kann es sein, dass dein Chat sich aufgehangen hat. Oder du bist noch in dem Chat von RaceCall drin. Das kann auch sein. So. Aber wenn du nämlich im Chat von RaceCall noch drin bist. Nee, ich habe rüber gewechselt. Dann einfach mal den Browser komplett neu öffnen. Weil dann ist das wieder ein Twitch-Bug. Weil hier im Chat schreiben alle. Nanaki versucht Schwerttanz zu erlernen. Nein. Dammit. Togekiss? Scheiße. Was machen wir denn da? Hyperheiler. Ja, wir werden jetzt eher am Arsch sein. Na? Ja, klar. Antikraft. Egal. Einmal verschwendet. Wir hätten wahrscheinlich angreifen sollen, aber egal. Nehmen wir mal meinen Liebling. Good old Glurak. Wie viele Pokémon hat die eigentlich? Ich muss mal gerade schauen. Ich bin enttäuscht von euch, Game Freak. Pink. Danach suche ich zwar in anderen, aber... What? Warum bist du enttäuscht von Game Freak? Ich kann Lord Helix nicht in ein Schwert reinpacken. Wer ist denn Lord Helix? What? Ammonitas. Ah, okay. Pink! So. Einmal Knirscher, bitte, hau mal rein. Fress dieses Drecksvieh auf. Shit.
Alter, der bumst uns richtig. Sorry, aber Kreuzschere. Jung! Alter, Vater Nanaki ist unser stärkstes Pokémon. Und wird gerade mal so richtig auseinandergepflückt. Das Ding ist flugfähig. Das Ding ist, ich habe schon so viele Jahre kein Pokémon vernünftig gespielt, dass ich die ganzen Schwächen und Hasse nicht gesehen nicht drauf habe. Bulnona regelt mit Eis. So. Frage. Wie alt bin ich? 88. Was? Die lügt doch! Die lügt! Die betrügt! Die ist doch keine 16! Nicht sehr effektiv, Alter. Was, Junge? Man sagt einer alten Dame nicht, dass sie alt. Es ging um Manieren. Ich dachte, es ging sich hier um Fragen. What the fuck, ey? Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, das wird das erste Mal, dass wir platt gehen. Uff. Ja, Antikraft macht echt Aua. Boah, alter Schwede. Diebeskuss, Alter! RIP! So. Alter Vater, was geht hier ab? Ja, klar. Warum nicht, ne? So. Was? Jetzt bräuchtest du Feuer. Ach, fick dich doch mit deinem Diebeskurs. Pass auf. Wir machen... Nehmen wir Glurak oder nehmen wir Niki? Als Belebung. Ich würde sagen, Glurak haut auf die meiste Kacke.